Natürlich bei unseren Fondsmanagements ist es so, gibt es globale Regeln bei Amundi, die hat jeder Fondsmanager, egal ob in Asien, Sitz Europa oder Amerika, Folge zu leisten. Da gibt es ja keine Unterschiede. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema aktuell in der Asset-Management-Branche, was wahrscheinlich jeden Geschäftsführer und CEO auch stark betrifft. Christian Pelles, CEO von Amundi Deutschland, auch Sie betrifft natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Wie setzen Sie das um und ist es eben schwierig, dass man Nachhaltigkeit wirklich glaubhaft implementiert und eben nicht nur nutzt, um ja, Produkte zu verkaufen? Naja, Nachhaltigkeit ist bei Amundi sehr wichtig. Seit der Gründung von Amundi 2010 war ein Grundpfeiler Nachhaltigkeit und das ist heute immer noch so. Für unsere Ambition ist 2025 haben wir uns ESG, nachhaltige Ziele gesetzt, die wir ständig nachleben und ständig verbessern müssen. Also Nachhaltigkeit bei Amundi ist wichtig und versuchen wir immer besser zu machen. Und ich glaube, es ist nicht ein Marketing-Gag, aber es ist wirklich eine Veränderung, die wir in Asset Management sehen. Aber nicht nur in Asset Management, auch weltweit sind wir alle beschäftigt mit Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist natürlich bei dem Thema Nachhaltigkeit auch die Datenlage sehr wichtig. Da kann man auf externe Anbieter zugreifen. Die Ratingagenturen werden viel diskutiert. Woher kommen die Daten für Ihre Nachhaltigkeitsstrategien? Und wie wichtig ist es eben auch, da eigene Daten aufzubauen und nicht nur ja, sich auf externe Anbieter zu verlassen? Ja, sehr wichtig ist es, dass man die richtigen Daten hat natürlich. Dafür nehmen wir erst die Daten von externen Lieferanten, nicht nur eine, aber ganz viele. Die packen wir zusammen, unser eigenes System, und dann kreieren wir dort raus unsere eigene Rating pro Unternehmen. Und es gibt bestimmte Ratings, wobei wir sagen, da darf man nicht investiert sein. Es gibt durchschnittliche Ratings, die man dann pro Produkt haben muss. Und die Ziele versuchen wir immer zu verbessern. Also wir nutzen externe und machen daraus unser eigenes Rating. Jetzt haben Sie auch den globalen Vertrieb bei Amundi geleitet, heißt, Sie kennen sich auch in den USA und Asien sehr gut aus. Wie ist da die Perspektive in den anderen Ländern? Also wenn man jetzt aus Europa schaut, ist da wahrscheinlich Europa führend. Aber wie sieht es in den USA aus? Wie sieht es in Asien aus? Und wie gehen Sie da auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen eben in den anderen Ländern um? Weil von top-down die europäische ESG-Sicht da drauf zu drücken, geht wahrscheinlich auch nicht. Nein, man kann vielleicht das nicht ganz so machen bei den Kunden, aber natürlich bei unserem Fondsmanagement ist es so, gibt es globale Regeln bei Amundi, die hat jeder Fondsmanager, egal ob in Asien, Sitz Europa oder Amerika, Folge zu leisten, da gibt es ja keine Unterschiede. Wichtig ist natürlich die Perspektion in die jeweiligen Länder. Also in Europa ist eher das E, in Amerika ist eher das G von Governance, aber ich glaube, Europa ist schon Vorreiter, wenn es geht um ESG-Fragen. Wichtig ist auch zu wissen, dass wir bei der Unternehmensbeurteilung das ganze Konzept ESG betrachten, das finanzielle Konzept, also ist es ein gutes Unternehmen, in zu investieren, aber auch das ESG-Konzept. Die Rating zusammen machen daraus, ob man für eine Aktien geht oder Bond ja oder nein. Also das ist losgelöst erstmal, dann wird es zusammengebracht. Weil es ist schon wichtig, dass man die Unternehmen auch von der ESG-Perspektive anschaut. Die ESG-Perspektive auch ganzheitlich zu sehen, ist sehr wichtig in der Branche. Jetzt ist ja häufig eben auch Diskussion in der Asset-Management-Branche, wie glaubhaft das wirklich umgesetzt wird. Es gab natürlich auch viele Medienberichte. Es ist ja einfach eine große Schwierigkeit, dass die Asset-Management-Branche jetzt nicht ihren eigenen Dieselskandal sozusagen schafft und da viel Vertrauen verspielt. Ja, dieses Skandal, glaube ich, war was anderes. Da hat man versucht, irgendwie was zu manipulieren. Und das tun wir ja nicht. Wir versuchen, die Ratings zu machen, basiert auf externen Ratingsagenturen. Wir versuchen, die Produkte in die Leitfahnen, die es gibt, die vorgeschrieben sind, in die neue Regel, die wir ja alle zu beachten haben. Also von daher glaube ich nicht, dass das passieren wird. Und das ist auch für die Kunde ganz wichtig, dass er weiß, was er kauft. Aber wir sind auch ständig dabei in unserer Industrie und der Gesetzgeber hilft uns da ganz nett dabei, neue Regeln zu schaffen, um es immer noch zu verbessern. Wir sind auf einem Weg, aber der Weg ist noch nicht, wir sind noch nicht am Ende. Insofern der Anfang eines vermutlich langen Weges und eine einheitliche, glaubwürdige Umsetzung des Thema ESGs, sagt Christian Pelles, CEO von Amundi Deutschland. Herr Pelles, vielen Dank für die Einblicke. Ja, vielen Dank.